Auch wenn ich das eigentlich nicht hier machen sollte. Wobei der Händler hier ja eigentlich auch nicht viele interessante Sachen hat. Und ich jederzeit sortieren kann. How do you do? Ja, zeig mir deine Waren. Also ja, hauptsächlich ein paar Tränke, Rastvorräte. So, dann verkaufen wir mal weiter. Fleißig. Außergewöhnlicher Panzerbrecher. Das kann weg. Einen guten Säbel behalten wir. Ja, wir sind auf zwei Seiten runter. Na, das Stilett können wir auch verkaufen. So, wir haben zwei gelbe Streitkolben. Also Flegel, so. Guter Zweihänder kann theoretisch auch weg, so. Hier verkaufen wir erstmal das Zeug. Das Zeug. Hier können wir alles nicht magische verkaufen. Hier verkaufen wir nichts. Hier können wir nur das Adra-Zeug verkaufen eigentlich. So, und das war es auch schon. Dann verlassen wir jetzt Ketua mal. Ich bleib mit der Gruppenzusammenstellung, solange wir bei Anstocks Kompass und so sind. The keep's coming along nicely. Ach, gehen wir hier raus. Weil so direkt reisen werde ich von hier aus nicht können. Nö. So, dann nach Arnslocks Kompass. Oh, in 6 Tagen wird unsere Burg angegriffen. Gut, okay. Hier ist unser Deadfire-Händler. Zeig mir mal deine Waren.
Ja, hier wäre der Säbel der Meere. Der ist allerdings nicht so gut wie der, den wir jetzt haben. Ach, das ist eine Arbalest, okay. Vulvanus Donnerbüchse. Guter Säbel, Uniformen. Kapitänsmütze der Gesellschaft. Nee, du hast irgendwie eigentlich nichts so, was uns interessiert. Hier ist nur Ranga. Am Dock. Das wird dann hier drüben sein. Ach, da ist sogar ein kleines Bötchen jetzt angelegt. I'm here. Absolutely. Yes. Following your lead. Ready, Watcher. Okay, euch stelle ich mal ein bisschen zur Seite. Nicht, dass wir gleich Gegner kommen und ihr da im Weg steht. Hey, du, da hat die Kommandant Cliver geschickt. Ja, hat er. Hail, Traveler. Die Frau schätzt dich ab und kneift aufgrund des glitzenden Wassers die Augen zusammen. Die Vermutung kommt von Burg Spelstiegel. Mir wurde gesagt, dass du etwas für mich hättest. Erzähl mir, was sich bei Burg Flottenbrecher zuträgt. Sie kneift ihre Augen zusammen, zuckt aber schlitzig mit den Achsen. Da du offensichtlich Kommandant Cliver unterstützt, kann ich das dir wohl sagen. Das Hohe Gericht hat an diesem Ort Truppen versammelt. Dieses Durcheinander mit dem Vermächtnis, den Unruhen und den menschenfressenden Leichen im ganzen Dürrwald wird so schnell nicht enden. Die nutzen das als Chance, um nach der Macht zu greifen. Sie richtet sich auf. Wir müssen unsere Truppen aufbauen, um den Dürrwald und unsere Stellung hier zu verteidigen. Mit diesen Schmiederittern unter unserem Befehl wird uns nichts aufhalten können. Welche Rolle spielst du hierbei? Ich bin eine im Burg Fortenbrecher stationierte Kommandantin. Das Hohe Gericht selbst hat mich hierher geschickt, um die Forschungsunterlagen zurückzuholen. Sie beugt sich näher an dich heran. Und da du weißt, um was es bei dieser Forschung geht, kannst du dir vorstellen, wie einig es mir ist, die Unterlagen schnell und in aller Stille zurück zur Burg zu bringen. Hier, die Forschungsunterlagen. Hervorragend. Das sollte das Hohe Gericht zu. Ich soll das Hohe Gericht zurückbringen, bevor. Beim Geräusch herannahender Schritte wirft sie einen Blick über deine Schulter. Zu spät, mach dich bereit. Das Gesicht dieses Mannes ist so verzerrt, dass die gefletschten Zähne weiterhin hervorstehen. Bist du wahnsinnig? Du hütest das Geheimnis eines der übelsten Beispiele der Beseelung und möchtest es den Spelstiegelrittern übergeben? Er schüttelt den Kopf. Es ist eine Abscheulichkeit. Eingesperrte Seelen als Waffen eingesetzt. Du würdest diesen Seidenstrümpfen einer Armee von ihnen überlassen. Er hebt seine Axt und festigt die Gruppe um das Hift. Das kann ich dir nicht gestatten. Dieses Forschungswerk muss vernichtet werden. Dafür musst du erst an mir vorbeikommen. Bringt sie alle um. Hey. Okay. Achso, das ist sie. Gut. Ja, Alof. Du auf den da oben. Lava Room. Android wischt ihre Klinge an ihrem Saum ab. Ich nehme das als Zeichen für unseren Abgang. Wenn die so kühn wären, dann gilt es, keine Zeit zu verlieren. Sie geht zurück zum wartenden
Boot. Bestell dem Kommandanten meine Grüße und sieh dich da draußen vor. Ja, neues Zauberbuch. Schilde und Panzerbrecher. Und noch mehr Zeug. I'm here. So, dann gehen wir jetzt zum Magrans Gabelung erstmal. Tagebuch wurde aktualisiert. Ich habe einen hinter der Dutzenden überlebt, die versuchten, Vianas Forschungsunterlagen zu stehlen. Sie war? Ach nee. Ich habe Aranoret die Forschungsunterlagen überbracht und sie befindet sich nun auf dem Rückweg nach Burg Pfortenbrecher. Ich sollte nach Burg Schmelzigen Unfall zurückkehren. Kommandant Kleifer wird erfahren wollen, dass die Forschungsunterlagen erfolgreich übergeben wurden. Ich habe einen hinter der Dutzenden überlebt, die versuchten, Vianas Forschungsunterlagen zu stehlen. Sie waren darauf erpicht, dass sie nicht auf Burg Pfortenbrecher ankommen. Arandoret ist noch auf ihrem Weg, die Forschungsunterlagen zu überbringen. Hatte das jetzt irgendwelche Auswirkungen? Oh, ich bin jetzt Exzentriker bei den Dutzenden. Und überwältigend gut bei den Schmelztiegelnrittern. Okay, dann reisen wir jetzt erstmal nach Magrans Gabelung. Weil soweit ich weiß, gab es jetzt hier jemanden, den ich in mein Gefängnis werfen kann, nämlich Wegelagerer. Wie weit ist der Bau? Sechs Stunden noch, okay. I shall be discreet. Ich werde mich jetzt mal so nah wie möglich an sie ranschleichen. Oder vielleicht werde ich sie noch schnell erledigen. Weil ich weiß, hier beim Adra wäre das Kopfgeld, wenn ich es denn dann mal hätte. Und ich müsste eh hierher. I'm here. Krampfhafter Wanderer. Ein bunt zusammengewürfelter Haufen steht an der Kreuzung. Auf den ersten Blick scheint die Person an der Spitze der Gruppe mehr Monster zu sein als Mann. Zwei große gewundene Hörner ragen aus den Seiten seines Schädels heraus und bilden einen harten Panzer, der gefleckt ist wie Korallen. In der Mitte teilt sich dieser seltsame Panzer, zeigt die aschgraue Haut eines Menschengesichts über der Nase verdeckt. Die Hörner könnten aussehen wie ein einfacher Helm, würde man nicht an mehreren Stellen nicht sagen können, wo das Fleisch endet und die Knochen beginnt. Vom Hals abwärts aber ist die Gestalt an allem Anschein nach ein menschlicher Mann in eine feine Rüstung gekleidet, welche denselben dunklen Farbton hat wie seine Gesichtszüge. Der Mann lächelt, hat lange weiße Zähne, vor denen sich das Zahnfleisch zurückgezogen hat. Trotz seiner maskierten Augen blickt er zielsicher in deine Richtung. Sei gegrüßt, Reisende. Er lacht leise. Genießt du die frische Luft? Wir? Deutet auf Männer und Frauen hinter sich, tun das Gleiche. Wer bist du? Ich bin Gramfeld, zuletzt wohnhaft auf idyllischem Boden und dies, er deutet mit einer ausladenden Geste auf seine Kameraden, sind meine fröhlichen Gefährten. Grinz nicht so, Friska, du machst dir Angst. Was tust du hier draußen? Um zu sehen, was Whitewell vollbracht hat, er schnaubt, oder um den Namen des wahren Architekten zu finden. Tausende von Seelen in die Welt hinausgeworfen, aber nur im Dürrwald, in den der Frohlock Mütter und Väter unverändert ob ihrer Belger. Und auf der anderen Seite des Meeres weinen sie. Das wäre ein eines Liedes würdig. Du bist also ebenfalls gelehrt, hast so viel in Erfahrung bringen können. Vielleicht könnten wir Geschichten austauschen und... Glamfeld lacht, wohl eher nicht. Ich habe einige Zeit unter den Sängern verbracht. Behalte deine Lieder für dich, Amauner. Mein Lumpgesang geht allein Berat und er handelt vom Tod. Du hast zu viel Leben in dir. Ich würde mal sagen, leb wohl. Dann werden sie aggressiv. Wo ist mein letzter Speicher? Das war das Autosave, als wir hier angekommen sind. Gut.
dann lade ich das nochmal. Weil das wäre jetzt zu viel überziehen, wenn ich jetzt weitermachen würde. Und das will ich ehrlich gesagt nicht. Vor allem, der hat doch so viel zu labern. Absolutely. Also gehen wir noch ein paar Meter hier hoch. Und dann würde ich sagen, speichern wir mal hier. Das ist jetzt Let's Play 025. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.